Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Mittlerweile, um eine gute Nachricht direkt vorab euch zu vermitteln: GarageAid ist ein Jahr alt geworden. Also, der Kanal ist vor circa einem Jahr jetzt online gegangen. Es gibt sehr viel Positives entsprechend zu berichten. Also, trotz dass ich mich die letzten Monate ein bisschen zurückziehen musste aufgrund verschiedener Sachen, die auch immer noch nicht so ganz geklärt sind, aufgrund dessen, dass ich momentan sowieso zeitlich sehr eingespannt bin. Habe ich trotzdem geschafft, in diesem einen Jahr über 150 Abonnenten zu kriegen und eine insgesamte Watchtime von über 60.000 Minuten. Also, um die Monetarisierung zu erreichen, braucht man ja 1.000 Abonnenten und 240.000 Minuten Watchtime. Aber ich finde, trotz dass ich nicht immer ganz so aktiv bin, ist das schon mal ein guter Anfang und auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich werde schauen, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall deutlich mehr auf dem Kanal machen kann. Seid also gespannt und ich habe ein paar Neuigkeiten. Und zwar gibt es die ersten Teile für die Limo. Ich habe ein bisschen eingekauft, beziehungsweise mir ist ein bisschen was in die Hände gefallen, was ich dann entsprechend gekauft habe. Und da fange ich einmal bei folgendem Teil an. Und zwar bei diesem wunderschönen Stück. Und zwar, man sieht es, ja, es ist genau der gleiche Becherhalter wie im EOD 9, außer dass hier oben das Teil fehlt und dass der hier tatsächlich ausfährt und heile ist. Entsprechend ist das Thema Becherhalter in der Limo auch geklärt, weil da fehlt ja einer. Und dann habe ich ja im ersten Limo-Video, glaube ich, erzählt, dass ich einen Teil aus Japan auf dem Weg hier nach Deutschland habe. Und das ist auch schon vor ein paar Wochen gekommen, vor, glaube ich, 3 Wochen mittlerweile. Ich möchte euch natürlich das Unpacking nicht vorenthalten, also hier mal ein kleiner Ausschnitt davon. Ich habe natürlich den Spoiler auch schon mitgenommen. Also es ist ein Original OM High Wing, ja, vom Ferio oder S, oder VIRS, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das ein Teil, was es original für die Limo so gab, zumindest in Japan. Und das Ding ist auch dort eigentlich relativ selten. Ich muss sagen, ich habe mit dem Ding einen riesigen Schnapper gemacht und bis auf so ein paar kleine Abplatzer vom Klarlack ist das Ding natürlich auch in echt mega geilem Zustand. Das Problem ist natürlich, mein Auto ist nicht silber und weil meiner nicht silber ist und auch nicht silber wird, muss er trotzdem neu lackiert werden. Nichtsdestotrotz, ich habe den jetzt mal probehalber dran gesteckt und so sieht das Ganze dann aus. Also man sieht, das Ding ist wirklich, wirklich groß. Also eine Frittentheke, das trifft es dann schon echt ganz gut. Da ist ein kleines Loch in der Heckklappe, wo beim originalen VIS-Spoiler, also nicht bei dem High-Wing, sondern bei dem kleinen Wing, die Kabel durchlaufen. Das heißt, entweder müsste man das zumachen lassen oder tatsächlich noch, wie schon mal erwähnt, eine zweite Heckklappe kaufen. Ich weiß noch nicht, was ich genau mache. Wahrscheinlich die zweite Heckklappe, es wird wahrscheinlich günstiger sein. Mal gucken. Und jedenfalls, das Ding ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool. Und ja, der bleibt auf jeden Fall erstmal drauf. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr schick. Also ich war mir nicht sicher, ob ich den in Natura mag. Weil, naja, ich habe den auf Bildern gesehen und ich war mir nicht sicher wegen der Größe. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus und das muss auf jeden Fall dranbleiben, das Teil. Und dann habe ich noch jetzt letzte Woche, nee, vorletzte Woche müsste das gewesen sein mittlerweile, noch eine zweite Limo-Ausstattung gekriegt. Ich hatte ja in einem Video erzählt, was wir an der Limo machen, dass die Sitze vielleicht mit Cord bezogen werden. Und das können wir jetzt machen. Das heißt, wir können die Sitze mit Cord beziehen, wir können den Teppich einfärben, wir können also ein bisschen rumspielen, ja, rumexperimentieren, weil ich eben jetzt eine Ausstattung mit Türpappen und allem drum und dran habe, die ich dafür verwenden kann, mit der ich experimentieren kann, bei der es nicht schlimm ist, wenn sie kaputt geht. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, man kann da ohne schlechtem Gewissen jetzt dran gehen
und schauen, was dabei rauskommt. Und entsprechend wird das auf jeden Fall mal gemacht. Und ich habe noch was für die Limo gekriegt, bekommen, gekauft, wie auch immer. Ne, eigentlich bekommen. Also meine Frau hat es gekauft, und weil ich ein bisschen gequengelt habe. Und zwar Türgriffe. Das habe ich im Video nicht gesagt, bei dem, was ich mit der Limo vorhabe, weil ich nicht wusste, ob ich es machen möchte. Weil die Türgriffe, wenn man sie einzeln haben möchte, relativ teuer sind. Also da zahlt man für einen 15 Euro im Schnitt. Plus Versand. Jetzt habe ich ein Vierer-Set gekriegt für 15 Euro plus ein paar Kröten Versand. Und ich zeige euch mal. Das war eine kleine Werbeunterbrechung. Nein, Quatsch. Und ich zeige euch mal, warum ich die eigentlich haben wollte. Also man kennt die Türgriffe beim EJ9 ja, oder beim EK generell. Das sind ja die hier. Also beim Hatch und beim Coupé sind ja die beiden vorderen Türgriffe, gibt ja nur zwei, beide mit dem entsprechenden Loch fürs Schloss versehen. Und die Limo hat das vorne ja auch. Hinten aber nicht. Und wer sich erinnert, der wird gemerkt haben, dass meine Limo eine Funkfernbedienung hat. Entsprechend wird das Ganze jetzt so sein, dass ich diese, also von diesem Set, was ich gekauft habe oder beziehungsweise was mir gekauft wurde, die hinteren Türgriffe nehme und die entsprechend vorne auch montiere. Das heißt, das Schloss rausnehme und die Türgriffe montiere. Warum das Ganze? Ist einfach für eine cleanere Optik. Und im Endeffekt, wenn irgendwann mal irgendwas passieren sollte, heißt, die Batterie leer ist und ich nicht in das Auto komme mit der Fernbedienung, kann ich immer noch mit dem Schlüssel die Heckklappe aufmachen. Durch die Heckklappe einsteigen ist zwar dann nicht so schön, aber es würde funktionieren. Das heißt also, ich mache mir da gar keine großen Gedanken. Die kommen also vorne rein, damit dieses Loch weg ist. Sieht ein bisschen schöner aus, sind so kleine Details, ja, die eigentlich nicht weit oben auf der Liste stehen oder gestanden haben. Aber ich habe mir das jetzt so überlegt, dass immer, wenn ich ein Teil auch günstig kriege, was an die Limo soll oder in die Limo soll, dass ich das dann auch kaufen werde. Ganz einfach, weil ich mich sonst hinterher ärgere, wenn ich es nicht gekauft hätte oder kaufen würde. Und so kommen wir auch nach und nach zumindest schon mal an einige Teile ran. Das ist also einmal die Türgriffe, der Wing, den ihr gerade gesehen habt, und der Becherhalter. Demnächst geht es dann auch wieder weiter mit dem EJ9. Warum es da aktuell kein Video gibt, ist ganz einfach. Ich habe momentan meine finanziellen Prioritäten ein bisschen anders gelegt. Nichtsdestotrotz wird der auf jeden Fall gegen Mitte des Jahres wahrscheinlich fertig sein. Also es wird so sein, dass ich nicht jetzt direkt alles kaufen werde und anfangen werde, sondern ich muss erstmal noch ein paar andere Sachen erledigen, muss mich auch auf meine Prüfungsphase konzentrieren, und dann denke ich mal Richtung April wird da auf jeden Fall mit angefangen. Das ist eigentlich an sich kein großer Umbau, also die LMAs müssen gemacht werden, dann Zahnriemen müsste einmal gemacht werden, Kupplung, und das wäre es theoretisch eigentlich schon. Ich werde wahrscheinlich trotzdem einen neuen Kühler kaufen, weil der alte ist nicht mehr ganz so schick. Da muss ich allerdings mal gucken. Ich habe mir jetzt ausgerechnet, was das alles kosten würde mit der Bremse hinten noch, damit das fertig ist. Und es geht eigentlich. Also es ist nichts, was ich jetzt nicht stemmen könnte. Ich muss noch mal gucken, dass es halt auch zeitlich immer klappt. Weil es ist natürlich immer eine Sache, eine Halle zu haben und theoretisch das Geld dafür zu haben. Aber man muss auch echt die Zeit dafür haben. Und wie gesagt, momentan geht es halt Richtung Prüfungsphase oder ist schon Prüfungsphase, und da ich ja langsam mit dem Studium fertig werden möchte, ist das natürlich erstmal dann die Prio. Nichtsdestotrotz, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, da geht es auf jeden Fall demnächst auch weiter. Dann danke ich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, im nächsten Video kann ich euch endlich mal wieder ein bisschen mehr praktisches Zeug zeigen. Ich würde sagen, ich mache das dann tatsächlich so, dass ich vielleicht schon mal anfange, hier die Türgriffe und sowas in der Limo umzubauen. Ich muss mal gucken, wann ich es wieder zur Halle schaffe. Auf jeden Fall, dass ihr da mal ein bisschen mehr seht als, naja, mich hier vor der Kamera irgendwie subbelnd. Vielleicht bauen wir auch den Motor vom EJ9 einmal komplett auseinander, denn ich hatte, glaube ich, erzählt, da soll was anderes draus werden, weil ich möchte den Motor nicht abgeben, nicht weil ich es nicht machen könnte, sondern einfach, weil er A, nichts wert ist, und B, weil es natürlich der Motor aus meinem ersten Auto ist. Ja, das, denke ich mal, wird es dann beim nächsten Mal sein, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.